Als Nächster hat das Wort für die AfD-Fraktion Dr. Gottfried Kurio. Sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren! Das von der Ampel vorgelegte Maßnahmenpaket ist reine Makulatur. Nicht überraschend, die Politik der Abtrittskoalition ist nicht darauf gerichtet, den Bürgern zu dienen und die illegale Massenmigration zu beenden. Im Gegenteil, Strategie dieser sterbenden Parteien ist es, koste es, was es wolle, und wenn es die Unversehrtheit von Leib und Leben unserer Bürger ist, erstens, immer mehr Ausländer ins Land zu holen, zweitens, sie nach komplett unterbliebener Integration rein formal schnellstmöglich zu Deutschen zu erklären, auf das drittens per Dankeswahlkreuzchen sich der finale Todeskampf von SPD und Grünen noch eine Weile hinziehen möge. Wir sagen, damit ist jetzt Schluss. Deutschland braucht die Migrationswende, meine Damen und Herren. Klar ist, niemand ist nach Durchquerung von zig sicheren Drittstaaten mehr auf der Flucht. Nach Verlassen des Fluchtlandes sind das nur noch Reisende. Niemand aus Syrien oder Afghanistan ist an der EU-Grenze auf der Flucht und schon dreimal nicht an der deutschen Grenze. Und das Oberverwaltungsgericht von NRW hat bestätigt, der Bürgerkrieg in Syrien ist aus. Niemand von dort hat Anspruch auf subsidiären Schutz als Bürgerkriegsflüchtling. Die 1 Million Syrer sind zurückzuführen. Alle hier Neuankommenden sind zurückzuweisen. Ebenso Afghanen, die hier in ihren TikTok-Videos die Taliban hochleben lassen und als Ziel angeben, die Scharia einzuführen. Auch solche Leute haben hier nichts verloren. Es sind nicht Verfolgte der Taliban, es sind Vorposten der Taliban. Und Ortskräfte. Die verlogene Ultra-Ausweitung des Ortskräftebegriffs durch die grüne Außenministerin ist zu beenden. Die Leute sind zurückzuführen, selbstverständlich ohne deutsches Steuergeld als Abschiedsgeschenk. Wir fordern, und zwar von Anfang an, im Gegensatz zu anderen, umfassende Zurückweisung illegaler Asylmigranten an der Grenze. Nach § 18 Asylgesetz nicht nur möglich, sondern geboten, wie auch Ex-Verfassungsgerichtspräsident Papier betont. Die von SPD und Grünen gestreute Falschbehauptung, EU-Recht stünde dem entgegen, ist Unsinn. Deutschland muss mitnichten Leute aus anderen sicheren Drittstaaten, etwa Österreich, einlassen, um ein zuständiges EU-Land festzustellen. Der Asylbewerber befindet sich bereits in einem EU-Land, etwa Österreich, was das feststellen kann und hat daher zu keiner Zeit Anspruch, deutschen Boden zu betreten. Jeder Asylbewerber ist daher an deutschen Grenzen prinzipiell und auf völlig rechtsstaatlicher Basis abzuweisen. Sein Begehren ist nicht in Deutschland zu behandeln, weder in der Hauptsache noch in der Zuständigkeitsfeststellung. Wer etwas anderes behauptet, sagt die Unwahrheit. Deshalb ist jetzt für jeden weiteren Messermord, für jede weitere Gruppenvergewaltigung diese Regierung verantwortlich, die sich weigert, unser Land zu schützen, meine Damen und Herren. Aber bei dieser Regierung keine Einsicht, keine Änderungswille, nur noch schnell inhaltsleere Medienevents inszenieren. Aber die Menschen lassen sich nicht mehr täuschen. Die Ansage von Grenzkontrollen hält nicht einen Asylbewerber auf. Jeder, der dort Asyl sagt, läuft weiterhin ungehindert ins Land. Sie wollen den Menschen in Brandenburg Sand in die Augen streuen, um bei der Wahl die untergehenden Parteien ihrer Abstiegskoalition zu retten. Dass all die Messermorde durch illegale Migranten inzwischen weitergehen, ist Ihnen komplett egal. Das ist schändlich. Das ist ein Verbrechen gegen das eigene Volk, meine Damen und Herren. Sie wollen Deutschland als Siedlungsgebiet für die dritte Welt und hoffen dafür dann auf deren Wahlstimmen. Infam und deutschenfeindlich. SPD und Grüne sind sterbende Parteien. Verwesungsgeruch schlägt einem von der Regierungsbank entgegen. Überm Kanzleramt kreisen längst die Aasgeier. Deshalb, wenn es richtig ist, was Friedrich Merz nach seinem Kanzlertreffen sagte, und es ist richtig, in einer nationalen Notlage ist man nicht mehr nur Parteiexponent, sondern verantwortlicher Staatsbürger, dann werden wir, meine Damen und Herren, wo weder Grün noch Rot Zurückweisungen wollen, mittelfristig brauchen eine pragmatische Kooperation von verantwortlichen Staatsbürgern zur Wohle und zur Rettung unseres Landes. Wie diese Debatte zeigt, wird es das nicht mit Rot oder Grün geben, sondern nur mit der AfD. Als Nächster hat das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Dr. Irene Mihalic.